Ja, so fühle ich mich heute. Es ist viel zu warm und anstrengend, um lustig zu sein. Ach, Express. Die Seite, wo ich blockieren, genauso wie bei meiner Express, dann beim Browserfenster das Express, womit ich meine Abstoßung dem gegenüber Express, was Express so berichtet. Die haben einen Artikel über eine ganz böse Spielekonsole gemacht, es besteht starke Verbrennungsgefahr. Die Nintendo Switch kann bei Temperaturen über 35 Grad überhitzen und so Verbrennungen auf der Haut verursachen. Okay, ich will jetzt nicht runterreden, dass hier eine tatsächliche Gefahr vorliegt, aber wenn ihr eure Switch bei so immensen Temperaturen im Handheld betreibt und in der Hand haltet, merkt ihr dann nicht, wenn sie euch zu heiß wird und euch wehtut? Und könnt ihr sie dann nicht einfach von selbst ausmachen, ohne dass Express darüber berichten muss? Abgesehen davon finde ich diesen Clickbait-Versuch halt auch einfach nice. Okay, sie sagen schon am Anfang, dass es um Nintendo geht, machen dann aber trotzdem ein Geheimnis daraus, dass es um die Switch geht. Eine absolute Meisterleistung. Vater bestraft 7-jährigen Sohn mit Windows 11. Wir haben Sommer, meine Damen und Herren. Okay, also das hier soll das Zimmer samt PC des 7-jährigen Sohnes sein. 7-jährig! Ja, okay, ich glaube, es ist echt. Was ist denn jetzt das unglaublich heftige Detail, was der Vater erklären muss? GTA 5 ist installiert? Mensch, das ist fast so, als wäre das gar nicht das Setup eines 7-jährigen Kindes, sondern das des Vaters, der im Internet trollt. Gut, dass Netzwelt über solchen Irrsinn berichtet hat. Der Sohn hat sich Windows 11 aber auch recht redlich verdient. Wisst ihr, die Menschheit hat jetzt bereits tausende Jahre Entwicklung hinter sich, ist schlauer geworden, hat Sprachen entwickelt, Systeme, eine funktionierende Gesellschaft und aus irgendeinem Grund entwickeln sich PC-Games-Redakteure trotzdem laufend zurück. Nintendo hat ein weiteres spannendes Gratis-Spiel für die Nintendo Switch veröffentlicht. Das ihr ab sofort auf eure Nintendo-Konsole herunterladen und sofort loszocken könnt. Stammzuschauer dieses Formats wissen schon, dass es sich um ein N64-Spiel aus dem NSO-Erweiterungspaket handelt. Und ich habe ja mit mir reden lassen, als von gratis für Abonnenten in der Vergangenheit die Rede war, aber das hier ist unangenehm. Ein Blick in die Kommentarspalte bestätigt halt auch meinen Gedanken. Leute mögen es einfach nicht, verarscht zu werden. Also könnte man das ja vielleicht in Zukunft einfach mal bleiben lassen. Nur so eine Idee. Beeilung, Alarm, Alarm! Nintendo lässt euch bald nichts mehr im Wii U und 3DS eShop kaufen. Also in 8 Monaten. Das Ding ist, darüber jetzt genau zu berichten, ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Nintendo hat kürzlich weitere Details zur Schließung der beiden E-Shops bekannt gegeben. Unter anderem, dass man jetzt nur noch etwas über einen Monat Zeit hat, um Guthaben hinzuzufügen. Falls man auf den beiden Konsolen nur via Guthaben Sachen kaufen kann, das weiß ich jetzt leider nicht, ist die Headline irgendwie gerechtfertigt, weil man kann ja dann ab Ende August de facto nichts mehr kaufen, wenn man nicht schon Guthaben aufgeladen hat. Aber irgendwie beschleicht mich, auch mit der Bildunterschrift hier, das Gefühl, dass sie eigentlich eher Angst machen wollen, dass der ganze Shop bald schließt und können sich dann damit herausretten, dass es ja einfach keine Möglichkeit mehr gibt, das Guthaben aufzuladen, also ist die Headline ja komplett gerechtfertigt. Ach, es ist einfach zu heiß, um Gaming-Journalismus heute zu verstehen. FIFA 23 bekommt eine Switch-Version und die ist, genauso wie praktisch jedes andere neue FIFA für die Switch, eine Katastrophe und sollte nicht gekauft werden. Folgende Spielmodi bekommt die FIFA 23 Legacy Edition zum Launch. Anstoß. Das hoffe ich doch, dass es das gibt. Ich weiß, dass damit wahrscheinlich so ein Übungsmodus gemeint ist, aber ich fand's trotzdem funny. Aber Nintendo-Fans gehen nicht ganz leer aus. Es gibt Anpassungen. Fast als wäre es ein neues Spiel im Vergleich zu FIFA 22, das ein Jahr vorher rauskam. Außerdem sind auch die neuesten Trikots, Vereine und Kader aus einigen der weltbesten Ligen wieder dabei. Wirklich, wirklich fabulös. Pokémon Leaks! Yeah! Die Quelle der ganzen Geschichte ist Centro Leaks und ich war mal zufällig vor ein paar Tagen auf dem Account. Alter, das ist ja der feuchte Traum für League-Fans. Und wohl auch der feuchte Traum für GamePro, denn die haben mittlerweile schon eine extra Rubrik für Pokémon Karmesin und Purpur Leaks. Why? Ist das eigentlich echt so cool für Pokémon-Fans, die ganzen Leaks im Vornherein zu haben? Jetzt mal unabhängig davon, was man subjektiv über Leaks denkt, ob man das gut findet oder nicht. Warum möchte man vor dem Launch jedes noch so kleine Detail erfahren und ausgeschlachtet bekommen, statt sich überraschen zu lassen? Wenn es wenigstens nur grobe Infos wären, okay, aber sowas? Why? Ihr wollt die Diablo 4 Beta? Dann hoffe ich, dass ihr den letzten Articulus-Part angeguckt habt. Wer sich ein kostenloses Tattoo stechen lässt, bekommt einen garantierten Zugang zur Beta von Diablo 4. Das ist definitiv eine individuelle Idee, aber ich weiß halt jetzt schon, dass das bei irgendwem schief gehen wird oder jemand den Key am Ende nicht bekommt oder nicht nutzen kann und so weiter. Also ist es wirklich den Stress wert? Fun Fact! Dieses Thema wurde mir sogar von 3 verschiedenen Leuten auf 3 verschiedenen Seiten eingesendet, also das scheint euch echt interessiert zu haben. Also geht die Frage mal zurück an euch raus. Würdet ihr euch ein Tattoo stechen lassen, um frühen Zugang zur Beta eines Spiels zu kriegen? Selbst wenn es nicht Mario Kart ist? Ich meine,
Hä? Seht ihr diese Leere, diese schwarze Fläche? Das ist meine Seele. Es wird mal wieder Zeit für meine Lieblingsrubrik, nachdem sie so lang verschollen war. Elden Ring! Ende nach 1000 Spielstunden, Spieler erreicht Zeitlimit. Oh mein Gott, kann ich etwa nur 1000 Stunden spielen, bevor sich das Spiel einfach auflöst? Zumindest was die Anzeige im Spiel anbelangt. Denn 999 Stunden ist einfach das Limit, ab welchem die Ingame-Spielzeit nicht mehr weiter sichtbar getrackt wird. Generell, was geht sonst noch bei diesem Artikel ab? Gamer zockt Elden Ring hauptberuflich? Okay, ist es irgendwie eine Art Streamer oder Gaming-YouTuber? Nein, sie sagen einfach hauptberuflich, weil ein anderer Reddit-Nutzer ausgerechnet hat, dass durchschnittlich 7 Stunden am Tag an Spielzeit zusammenkommen müssten, um jetzt schon 1000 Stunden im Spiel zu haben. Weil man sowas ja nicht selbst ausrechnen kann, das muss jemand auf Reddit geschrieben haben, sonst kann man nicht darüber berichten. Und ihr wisst schon, wenn man etwas 7 Stunden am Tag lang macht, ist es der eigene Job. Ich beispielsweise bin hauptberuflicher Matratzentester, denn ich schlafe 7 Stunden jeden Tag auf einer Matratze. GamePro hat aber heute auch richtig Bock, mit Pokémon assoziiert zu werden, oder? Mogelbaum versperrt den Weg, doch mit der Macht der Berichterstattung über Reddit-Posts, ernsthaft schon wieder, kann man entdecken, dass man es gar nicht bekämpfen muss. Man kann einfach Wirbelwind einsetzen. Aber Vorsicht, wenn man das Pokémon verscheucht oder fliehen lässt, dann kann man es nicht mehr fangen. Holy smokes, als ob! Das ist ja fast so, als ob die Attacke Wirbelwind genau das tut, was sie soll! Wahnsinn, dass das bei einem wilden Mogelbaum im Scripted Encounter in einem Second-Gen-Pokémon-Spiel funktioniert. Ich würde ja fast schon Geld wetten, dass das mit Relaxo in Generation 1 auch funktionieren könnte. Will jemand das vielleicht ausprobieren und dann auf Reddit posten, damit Gaming-Journalisten auch darauf aufmerksam werden? Und will vielleicht noch jemand das Ende dieses Videos auf Reddit posten, damit möglichst viele Leute sentimentale Worte von mir zu hören bekommen? Hört mir kurz zu. Ich mache Articulus Absurdum jetzt seit fast einem halben Jahr wöchentlich. Und versteht mich nicht falsch, es macht mir eine Menge Spaß. Aber das Sommerloch ist doch sehr spürbar und wenn ich ehrlich bin, musste ich die letzten Folgen doch ein bisschen zusammenkratzen. Ich meine, die Folge, wo es um die Splatoon 3 OLED-Switch ging, hätte vermutlich eine Laufzeit von 5 Minuten oder weniger gehabt, wenn ich nicht so ausführlich auf dem Switch Pro-Thema herumgeritten hätte, da es einfach kaum sonstiges Material gab. Und ein anderes Problem ist, dass es mittlerweile ein bisschen zu einem Trott wird. Es gibt halt nur begrenzt viele Möglichkeiten, wie ich Textfetzen und Überschriften von Artikeln lustig einleiten kann und wenn man das, so wie ich, jetzt über 200 Mal gemacht hat und jede Woche 10 bis 12 Mal machen muss, wird es irgendwann wirklich langweilig und eintönig, die Skripte zu schreiben. Und ich bin mir sicher, diese Monotonie ist auch schon einigen von euch aufgefallen. Daher werde ich Articulus Absurdum ab jetzt von seinem festen Donnerstag-Spot lösen und einfach immer dann eine Folge machen, sobald genug Material zusammengekommen ist. Und wenn das dann mal auf einen Donnerstag fällt, dann ist es so, das ist ja dann cool. Aber wenn das mal anderthalb oder sogar 2 Wochen dauert, bis ich genug zusammen habe, ist das ab jetzt auch in Ordnung. Ich möchte das Format auch nicht totmelken, bis ich gar keinen Spaß mehr dran habe und es soll ja auch irgendwie einen Mehrwert haben. Einfach nur auf Krampf jede Woche eine Folge zu machen, weil es ist ja Donnerstag, bringt ja sowohl euch als auch mir nichts. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht von dieser Änderung. Ich denke, es wird in der Praxis sich nicht so krass bemerkbar machen und es wird immer noch Pi mal Daumen jede Woche eine Folge kommen. Ich denke, die meisten können von euch jetzt auch nachvollziehen, was ich meine und glaubt mir Leute, ich tue das nur zu eurem und meinem Besten. Das soll es dann hiermit aber auch für heute gewesen sein. Falls ihr selbst Artikel findet, die es verdient haben, mir vorzukommen, sendet sie mir gerne über das unten verlinkte Formular ein, aber bitte nur dort, nicht per PN irgendwo, nur beim Formular bitte. Wir sehen uns jetzt erstmal beim nächsten Mal wieder. Wie immer, haut rein, lasst gerne ein Däumchen nach oben und ein Abonnement da und natürlich, lasst nichts anbrennen. Tschüss!